Sandra Reimann lebt in Angst. Vor 6 Jahren wurde sie brutal vergewaltigt. Ihr Peiniger drohte ihr sogar aus dem Knast heraus. Nun beginnt ein neuer Albtraum. Wolf Maurer wird morgen aus der Haft entlassen. Alexander Holt kämpft mit allen Mitteln, um sie vor ihrem Vergewaltiger zu schützen. Wir schaffen das. Doch Rolf Maurer ist ihr auf den Fersen. Jetzt bei Im Namen der Gerechtigkeit. Wir kämpfen für sie. Was machst du hier? Wie wär's denn mit einem kleinen Begrüßungskuss? Mama? Ja. Hauptkommissarin Brändler. Frau Reimann, ich muss Ihnen leider was mitteilen. Rolf Maurer wird morgen aus der Haft entlassen. Komm, setz dich. Jetzt geht der Albtraum wieder von vorne los. Wie kann man dieses Schwein nur aus dem Knast rauslassen? Wissen Sie, was der mit meiner Mutter gemacht hat? Ich weiß, aber er hat nun mal seine Strafe abgesessen. Der hat sie sogar aus dem Knast raus terrorisiert. Wie soll das erst werden, wenn der wieder draußen ist? Der Typ ist ein Psychopath. Tamara hat recht. Rolf ist total auf mich fixiert. Beruhigen Sie sich. Ich will mich nicht beruhigen! Der Typ wird hier auftauchen, er wird mich umbringen! Sie müssen was tun! Uns sind da leider die Hände gebunden. Aber ich weiß, wer Ihnen vielleicht helfen kann. Nur wenige Stunden später steht tatsächlich Unterstützung für die verzweifelte Sandra Reimann vor der Tür. Guten Tag, Holt ist mein Name. Hallo, kommen Sie rein. Meine Mutter wartet schon auf Sie. Alexander Holt will der verängstigten Frau beistehen. Guten Tag, Frau Reimann, Holt. Wir haben telefoniert. Ja. Ich habe solche Angst. Diesmal würde er mich sicher umbringen. Ich weiß es ganz genau. Jetzt mal immer mit der Ruhe. Vielleicht. Entschuldigung, setzen Sie sich doch bitte. Danke. Und dann erzählen Sie doch mal wirklich ganz in Ruhe, worum es eigentlich geht, damit ich abschätzen kann, wie ich Ihnen am ehesten helfen kann. Also es geht um den Herrn Maurer. Wie haben Sie den überhaupt kennengelernt? Es war im Urlaub. Schauen Sie sich das mal an. Sitzen wir in der Bar. Er war sehr charmant und sehr freundlich. Jeden für verrückt erklärt, der damals gesagt hätte, dass es mal so endet. Hatten Sie eine Beziehung? Hatte sie mit dem Erstbesten, den sie kriegen konnte. Tamara. Das stimmt nicht. Wir hatten keine Beziehung. Ja gut, wir haben geflirtet, aber es ging auch ein bisschen weiter, das stimmt. Trotzdem haben wir nicht mehr Adressen ausgetauscht. Möchten Sie auch was trinken? Danke, ne? Sie haben keine Adressen ausgetauscht. Wie konnte der Herr Maurer Sie denn dann überhaupt finden ohne Ihre Adresse? Ich weiß es nicht. Hat einfach vor der Tür gestanden nach 2 Wochen und mich hat der Schlag getroffen. Hat er Sie da schon bedroht? Nein, ich habe ihm ganz klar gesagt, dass ich keine Beziehung möchte. Er hat aber nicht locker gelassen. Er hat dann jedes Mal angerufen und ist immer erschienen ohne Einladung, stimmt's? Der hat sie ganz klar gestalkt und es ging mehr als ein halbes Jahr so. Und am Ende ist dieser Spinner sogar noch zu uns in die Stadt gezogen. Ja. Oh Gott, das war echt unheimlich. Und dann ist er auf einmal richtig ausgetickt. Was heißt ausgetickt? Was ist da passiert? Er hat im Treppenhaus auf mich gewartet. Und als ich dann die Wohnungstür aufgeschlossen habe, hat er mich von hinten gepackt und in die Wohnung gestoßen. Er hat mich halb totgeschlagen. Und dann? Und dann hat er mir befohlen, mich auszuziehen. Und hat mich vergewaltigt. Mehrmals. Und jetzt haben Sie die Angst, dass er Ihnen wieder gefährlich werden könnte. Zeig Ihnen mal was. Diese Briefe hat er mir geschrieben in den letzten Jahren. Die hat er in allen aus der JVA geschrieben? Ja. Und da können Sie lesen, was er geschrieben hat. Dass wir uns wiedersehen,
dass er immer auf mich warten wird und dass ich genau weiß, was dann passiert, wenn er wieder rauskommt. Aber den letzten Brief haben Sie vor 5 Jahren bekommen. Ja, weil wir umgezogen sind. Ja, offensichtlich mit Erfolg. Rolf hat mich einmal gefunden, er findet mich immer wieder. Na gut, da haben Sie vielleicht gar nicht so unrecht. Die Gefahr besteht leider. Und jetzt muss wirklich schnell was passieren, weil morgen wird er ja aus der Haft entlassen. Das heißt, es ist Gefahr im Verzug. Ja, und was wollen Sie jetzt tun? Ich nehme jetzt diese ganzen Briefe und werde damit eine einstweilige Anordnung erwirken, dass er sich ihnen nicht mehr nähern darf. Darf er dann nicht mehr in Mamas Nähe? Genau das darf er nicht mehr. Und wenn er sich nicht dran hält, dann hat das ernste Konsequenzen. Da gibt es Ordnungsgeld, Ordnungshaft und das ist auch strafbar. Da gibt es Freiheitsstrafen drauf. Ja, und bis das alles wirkt, bin ich schon längst tot. So weit wird es nicht kommen. Vertrauen Sie mir. Also Frau Reimanns Ängste sind absolut nachvollziehbar. Und diese einstweilige Anordnung eines Näherungsverbotes, das ist ein guter Schritt, um Sie vor Rolf Maurer zu schützen, falls der wirklich immer noch was von ihr will. Deswegen werde ich jetzt gleich mal in die JVA gehen und ihn aufsuchen, denn ich will mir schon ein eigenes Bild von diesem Mann machen. Alexander Holt verschafft sich einen Besuchstermin in der JVA, in der der Vergewaltiger von Sandra Reimann seit 6 Jahren seine Strafe verbüßt. Tag, Herr Maurer. Mein Name ist Alexander Holt, aber Sie sind ja informiert worden, oder? Wie geht's Ihnen denn? Kann ich klagen. Worum geht's denn, Herr Holt? Naja, es geht darum, dass Ihre Entlassung unmittelbar bevorsteht. Ja, was haben Sie denn für Pläne für Ihren Neuanfang draußen? Hm? Was haben Sie vor? Was man so macht nach 6 Jahren Knast. Ach, das können Sie ja nicht wissen. Sie wissen ja nicht, wie es ist, wenn man von einer hysterischen Zicke verklagt und in den Knast gebracht wird. Sie sprechen von Sandra Reimann. Ihretwegen sind Sie doch hier. Das ist allerdings richtig. Ich bin sozusagen als Opfervertreter für die Frau hier, die Sie verprügelt und vergewaltigt haben. Ich habe hier niemanden vergewaltigt. Ist das klar? Mal ganz still, bitte. Weil dann wären Sie ja wohl kaum verurteilt worden, oder? Herr Holt, von Mann zu Mann. Die Sandra kam darauf nicht klar, dass ich sie einfach so abgewiesen habe. Und da ist sie nach unserer letzten Nummer direkt zur Polizei gelaufen. Also? Und wie erklären Sie sich dann die massiven Verletzungen, die bei Frau Reimann festgestellt wurden? Oh, manche Frauen mögen es eben ein bisschen härter. Und außerdem, Sandra war die Einzige, von der es solche absurden Anschuldigungen gab. Ich wette, der lieben Sandra geht der Arsch gerade ganz schön auf Grundeis. Wieso meinen Sie das? Weil sie Schiss hat, dass ich auf die Pelle rücke, wenn ich hier rauskomme, wegen ihrer Lügerei. Und, haben Sie das denn vor? Aber, Herr Holt, wofür halten Sie mich denn? Selbst wenn ich wollte. Ich weiß doch gar nicht, wo die jetzt wohnt. Noch einige Stunden glaubt Sandra Reimann sicher zu sein. Sandra? Hey, du bist doch die Sandra, oder? Und Sie? Scheißegal, ich bin nur hier, um dir einen schönen Gruß auszurichten. Von wem? Von wem denkst du denn, hä? Vom Rolf natürlich. Der kann es kaum erwarten, aus dem Knast zu kommen, weil er sich so auf dich freut. Lass ihn mich durch, sonst schrei ich. Hey, eine Sache musst du wissen. Ich habe Rolf und mir schon eine schicke Bude hier um die Ecke besorgt. Ganz in deiner Nähe. Also, auf gute Nachbarschaft, Süße. Und wenn Sie Ihre Freiheit etwas länger genießen wollen, dann kann ich Ihnen nur dringend raten, sich tatsächlich von Frau Reimann fernzuhalten. Mal sehen, was sich da machen lässt. Schönen Tag noch. Ihr Handy und Schlüssel? Dankeschön. Sagen Sie mal, den Maurer, kennen Sie den eigentlich schon länger? Allerdings. Ja, und? Tja, die Männer, die hier einsitzen, sind alles keine Korknamen. Aber der Maurer war ein spezielles Kaliber. Tja, und morgen wird er entlassen. Aber ich wette mit Ihnen, den sehen wir hier bald wieder. Entschuldigung, warte mal. Ja. Frau Reimann. Hallo, Frau Reimann, was gibt's denn? Das gibt's ja nicht. Verdammt. Und als der mir gerade eben gesagt hat, er wisse nicht mal, wo sie jetzt wohnt, da hatte ich direkt so ein ungutes Gefühl. Jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig, bitte schön. Ich komme direkt zu Ihnen, ja? So ein Mist. Alles klar.
Sein früheres Opfer hat gerade Besuch bekommen von dem Kumpel von Maurer. Das war wahrscheinlich der Jürgen Fietz, sein Zellengenosse. Der wurde vor 2 Tagen entlassen. Ist auch so ein windiger Zeitgenosse. Aber ja, wollte ich muss. Ja. Zur Schleuse finden Sie selber? Finde ich selber. Schönen Tag. Schönen Tag, danke schön. Es sieht so aus, dass der Maurer tatsächlich so dreist war, einen Zellenkumpanen zur Frau Reimann zu schicken, um ihr zu drohen. Also wenn das so ist, dann befürchte ich, ist er zu allem bereit. Natürlich wird er ganz schnell wieder hinter Gittern landen, wenn er sich nicht an dieses Näherungsverbot hält. Aber bis dahin muss man die Frau Reimann unbedingt schützen, denn das Ganze kann ganz schnell eskalieren. Die Zeit drängt. Alexander Holt sucht nach weiteren Möglichkeiten, die alleinerziehende Mutter vor ihrem Verfolger zu schützen. Schauen Sie mal, ist das der Mann, der Ihnen die Göse übermittelt hat? Ja, das ist er. Das ist er. Woher haben Sie das Foto? Ich habe auch meine Quellen. Das ist Jürgen Fietz, ein ehemaliger Zellengenosse von Rolf Maurer. Oh Gott, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Nein, also es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt irgendwas zu überstürzen. Was? Der setzt seine Knastkumpels auf mich an und ich soll hier ganz ruhig bleiben? Verdammt, wo ist meine Tochter? Tamara! Tamara, komm! Jetzt. Verdammt! Entschuldigung, weder der Herr Fietz noch der Herr Maurer waren Interesse daran haben, ganz schnell wieder im Knast zu landen. Jetzt setzen Sie sich erst. Aber wenn der Fietz weiß, wo ich wohne, dann weiß es Rolf auch. Woher hat er meine Adresse? Das weiß ich leider auch nicht. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Moment mal, ganz ruhig. Ich habe keinen Internetzugang. Ich habe eine Geheimnummer. Nur meine Freunde, meine engsten Verwandten wissen, wo ich wohne. Frau Reimann, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, dass Sie ohne Angst leben können. Aber jetzt ist erstmal wichtig, dass Sie nicht die Nerven verlieren. Die einstweilige Anordnung ist inzwischen durch. Der Herr Rolf Maurer darf sich Ihnen nicht mehr näher als bis auf 200 Meter nähern. Das ist dem doch scheißegal. Der hat mich vergewaltigt. Hast du gerufen, Mama? Was ist denn los? Oh, Tamara. Benny, ich wusste gar nicht, dass du da bist. Das ist der Freund meiner Tochter, das ist Herr Holt. Hallo. Hallo, Benny. Was ist denn jetzt los? Tamara, ich erzähl's dir später, Schatz, ja? Jetzt nicht. Also, wenn Sie solche Angst haben, haben Sie vielleicht schon mal an einen erneuten Umzug gedacht? Ja, klar. Wenn der Fietz und der Rolf sich hier rumtreiben, dann traue ich mich eh nicht mehr auf die Straße. Was? Du willst umziehen? Tamara, es tut mir leid, Schatz, aber wir müssen hier weg. Ohne mich, das kannst du vergessen. Ich gehe hier nicht weg. Tamara! Das ist eine schwierige Situation. Man kann das eigentlich kaum plausibel nachvollziehbar erklären, wieso die Justiz Einzelne gegen so offensichtlich gefährliche Gewalttäter wie Rolf Maurer nicht wirkungsvoll schützen kann. Wenn er, was eigentlich üblich wäre, nach 2 Drittel seiner Haftstrafe auf Bewährung entlassen worden wäre, dann hätte man ihn auf Jahre hinaus über die Bewährungsauflagen an der kurzen Leine. Wenn sich aber ein Verurteilter während seiner Haftzeit so uneinsichtig und renitent zeigt, dass er, wie eben Rolf Maurer, bis zum letzten Tag seine Haftstrafe verbüßt, dann ist er danach frei. Nein. Ich hab Nein gesagt. Ach, Tamara. Ich weiß doch, wie schwer das für dich sein muss. Gar nichts weißt du. Ich gehe hier nicht weg. Und ich find's auch voll fies, dass du mit Herrn Holt übers Umziehen redest und mir nichts davon sagst. Ich hab doch einfach nur Angst um dich. Wenn er an mich nicht rankommt, dann bist du dran. Das ist doch alles scheiße. Ich möchte hier bleiben, bei Benny. Und ich möchte hier die Schule fertig machen. Das weiß ich doch. Mein ganzes Leben ist versaut, nur weil du im Urlaub damals den falschen Typen gevögelt hast. Während sich die familiäre Situation zuspitzt, nähert sich unausweichlich der Entlassungstermin. Inzwischen bin ich selbst überzeugt davon, dass von Rolf Maurer nach wie vor eine immense Gefahr ausgeht. Um zu verstehen, wieso die Richter damals bei seiner Verurteilung keine Sicherungsverwahrung angeordnet haben, habe ich mir die Prozessakte noch mal genau angesehen und bin dabei auf einige Fragen gestoßen. Ich kenne die Staatsanwältin, die damals für den Fall zuständig war, und ich habe mich jetzt für heute Abend noch mit ihr verabredet. Ich konnte sie auf ein Bier überreden. Rolf Maurer.
bin wirklich froh, dass Sie sich der Sache annehmen. Ich hatte damals ja Sicherungsverwahrung beantragt, aber die Voraussetzungen haben ja leider gefehlt. Ich weiß, weil er eben als Ersttäter galt. Genau. Welchen Eindruck hat denn auf Sie damals die Zeugin Lydia Rosen gemacht? Sie meinen Maurers Ex-Freundin? Genau, die soll ja zumindest laut Akte gesagt haben, dass der Maurer ein ganz besonders liebevoller Partner war und dass die Beziehung ganz harmonisch verlief. Ja, das stimmt. Sehen Sie, und genau das kann ich mir bei Maurer nicht vorstellen. Die Vollzugsbeamten in der JVA, die beschreiben den ja heute noch als latent cholerisch, als bösartig, als widerwärtig. Wieso soll er sich dann gerade der Frau gegenüber anders verhalten haben? Das passt doch nicht zusammen. Was soll ich sagen? Sie hat ja jedwede Form von Gewaltanwendung seinerseits vehement bestritten. Und überhaupt war ja ihr Auftritt vor Gericht schon ziemlich seltsam. Inwiefern? Das fing ja schon damit an, dass der Angeklagte lauthals losgelacht hat, als sie in den Gerichtssaal kam. Als ob er genau gewusst hat, dass sie für ihn aussagen würde. Dann wird er sie eingeschüchtert haben. Nun ja, da hatte ich aber einen ganz anderen Eindruck. Ich bin ja nun wirklich hart angegangen, um handfeste Details über die angeblich so harmonische Beziehung zu Maurer herauszukriegen. Und mit welchem Ergebnis? Na, das hat die überhaupt nicht tangiert. Die hat mich super tough mit irgendwelchen Allgemeinheiten abgespeist. Da stimmt doch was nicht. Tja. Die Kollegin hatte, was die Zeugin Rosen betrifft, auch so ihre Zweifel. Deswegen werde ich die Frau morgen mal besuchen. Vielleicht sagt sie mir persönlich ja mehr als damals dem Gericht. Wieso ich das mache? Wenn Rolf Maurer sich ihr gegenüber auch strafbar gemacht haben sollte, dann könnte man ein neues Strafverfahren gegen ihn in Gang setzen und dabei dann eine anschließende Sicherungsverwahrung anstrengen. Aus den Akten kennt Alexander Holt die Adresse von Rolf Maurers Ex-Freundin. Er will ihr auf den Zahn fühlen und herausbekommen, ob sie im Prozess damals die Wahrheit gesagt hat. Wen suchen Sie denn? Wissen Sie, ich kenne alle im Haus hier. Ah. Dann wissen Sie sicher auch, ob diese Initialen LR für Lydia Rosen stehen. Ja, das stimmt. Sehr nette Frau übrigens. Sehr ruhig. Sie arbeitet im Supermarkt hier um die Ecke, aber nur nachmittags. Ah, herzlichen Dank. Gut. Ja? Ja, sind Sie Lydia Rosen? Und wer sind Sie? Oh, Entschuldigung. Mein Name ist Alexander Holt und ich würde ganz gerne mal kurz mit Ihnen über Rolf Maurer sprechen. Hallo? Frau Rosen? Rolf Maurer ist für mich Vergangenheit. Auf Wiedersehen. Frau Rosen, ich vertrete Sandra Reimann. Das ist die Frau, die von Herrn Maurer vergewaltigt worden ist. Und die ist in höchster Panik, weil Herr Maurer heute aus dem Gefängnis entlassen wird. Komm. Was haben Sie da gesagt? Rolf kommt heute frei? Ja, in ungefähr 2 Stunden. Aber sollte man das nicht besser drin besprechen? Nein, nein. Er ist nicht aufgeräumt. Aber Sie zittern ja. Kann es sein, dass Sie die Nachricht von der bevorstehenden Entlassung von Rolf Maurer dermaßen mitnimmt? Aber Sie haben doch vor 6 Jahren im Gericht ausgesagt, dass Ihre Beziehung zu Rolf Maurer absolut harmonisch war. Aber jetzt haben Sie Angst. Sie haben doch Angst. Und wieso stehen unten an der Klingel nur Ihre Initialen? Kann es sein, dass Sie nicht gefunden werden wollen? Was ist damals passiert? Kann es sein, dass Rolf Maurer gar nicht der freundliche und liebevolle Partner war, als den Sie ihm beschrieben haben vor Gericht? Nein. Und wieso haben Sie dann gelogen vor Gericht? Er hat gedroht, mich umzubringen. Und glauben Sie, das waren nicht nur leere Worte. Wieso? Was hat er noch getan? Er hat so auf mich eingedroschen, dass ich nicht mehr wusste, ob ich schon tot bin oder noch lebe. Und wenn ich heute hier bin, dann habe ich das einzig und allein dem lieben Gott zu verdanken. Was war sonst noch? Er hat Sie auch vergewaltigt. Aber wissen Sie, was mich da wundert? Ich habe mit der damals zuständigen Staatsanwältin gesprochen. Die hat mir erzählt, Sie seien vor Gericht damals bei Ihrer Aussage, Sie seien stark gewesen, selbstbewusst. Sie hätten sogar dem Rolf Maurer noch zugelächelt bei Ihrer Aussage. Wieso? Wie geht das zusammen, wenn Sie jetzt heute noch zittern und Angst vor ihm haben? Ich habe meine Unsicherheit einfach überspielt. Ich wollte mit dem Kapitel Rolf Maurer ein für alle Mal abschließen. Ich bezweifle, ob das Verdrängen richtig ist. Das ist nicht der richtige Weg. Zeigen Sie ihn an.
Wenn Sie nicht anzeigen, dann wird er nie wegen dieser Vergewaltigung verurteilt werden können. Nein, ich hatte bis heute meine Ruhe und das muss auch so bleiben. Aber wenn Sie ihn jetzt anzeigen, dann wird er mit größter Wahrscheinlichkeit sofort wieder in Untersuchungshaft gehen. Ich werde Rolf Maurer nicht anzeigen, weder bei der Polizei noch vor Gericht. Haben Sie sich gut überlegt. Wenn Sie sich's irgendwann noch anders überlegen sollten, denken Sie bitte noch mal darüber nach. Ja? Ich gebe Ihnen meine Karte, Sie können mich jederzeit anrufen. Ja? Das ist meine Nummer drauf. Wiedersehen. Rolf Maurer ist also wie befürchtet ein Wiederholungstäter. Nur lässt sich das leider nicht beweisen, solange seine Ex-Freundin ihn nicht anzeigt. Ich finde es eigentlich seltsam, dass die mich nicht in ihre Wohnung gelassen hat. Irgendwas verschweigt ihr noch und das muss ich herausfinden, wenn ich sie umstimmen will. Eine Anzeige von Lydia würde bewirken, dass der Vergewaltiger hinter Gittern bleibt. Doch bis dahin ist Sandra Reimann weiterhin in größter Gefahr.